Sterne sind wunderschöne Objekte, die den Himmel schmücken. Aber Sterne sind etwas, dem man nicht zu nahe kommen möchte. Sie sind in Wirklichkeit Objekte, denen sekündlich hunderte von Milliarden Megatonnen thermonuklearer Explosionen stattfinden, die in der Lage sind, tausende von Welten zu zerstören. Und diese Explosionen hören nie auf. Oder Nebel. Sie sind eigentlich durchlaufende kosmische Fabriken, in denen Riesensterne in einem unglaublichen Sturm von Staub und Gaswolken mit großer Pracht geboren werden. Schwarze Löcher, Neutronensterne, galaktische Kollision. Das ist der Weltraum. Der aufregendste Arbeitsbereich in der unendlichen Leere, wo in jedem Moment eine neue Geschichte entsteht. Aber innerhalb dieser Geschichte gibt es ein Objekt, das die Existenz all dieser Dinger überschattet und sie wie ein Kinderspiel erscheinen lässt. Es ist schwer, es ein Objekt zu nennen. Es ist ein Phänomen. Quasare. Die hellsten Objekte, die man sehen kann, die außergewöhnlichsten Phänomene des Universums, die alles enthalten, was wir an Zerstörung, Pracht, Explosivität und Ästhetik kennen, die die Galaxie, in der sie sich befinden, in den Schatten stellen und alles in der Galaxie beleuchten und aufheizen. In den 1950er und 60er Jahren, als die Erforschung des Weltraums durch Hightech-Radioteleskope unterstützt wurde, war die Reichweite dieser Teleskope im Vergleich zu heute sehr begrenzt. Sie waren zwar sehr nützlich, um zum Beispiel allgemeine Scans durchzuführen, aber sie waren nicht sehr gut darin, den genauen Standort eines Objekts zu bestimmen. In den 1950er Jahren entdeckte man beispielsweise eine solche Art von Radiowelle im tiefen Weltraum. Es sah ein wenig aus wie ein Ballon. Es schien sich über ein sehr großes Gebiet zu erstrecken. Sie konnten es aber nicht verstehen und wussten nicht, wo und was es war. 1962 hatten sie aber dank eines Ereignisses, das in der Astronomie als Bedeckung bekannt ist, eine Chance. Bei diesem Ereignis zog beispielsweise der Mond vor diesem sehr hellen Himmelskörper vorbei, den die Astronomen zu verstehen versuchten. Und dank des Radiosignals, das für einen Moment verschwand, konnte es sich von den anderen absetzen und man konnte ungefähr erkennen, wo man suchen musste. Dank dieser anderen Technik sahen sie eine bläuliche Lichtquelle, die einem Stern ähnelte, als die Quelle dieses Radiosignals. Sofort nahm man diesen seltsamen Stern mit optischen Teleskopen genau unter die Lupe und analysierte den Spektrum des Lichts. Aber es war nicht wie das Spektrum eines bekannten Sterns. Zunächst einmal war sein Licht rot verschoben. Das bedeutet, dass die Wellenlänge sehr groß war und das Licht aufgrund der Expansion des Universums von sehr weit her kam. Dieses Objekt war sehr, sehr weit entfernt. Wir sprechen hier von mindestens 2 Milliarden Lichtjahren. Doch als man das eintreffende Licht betrachtete, war man ziemlich überrascht. Ein so helles Licht, so weit weg. Es war seltsam. Ich drück's mal so aus. Wenn man mehrere Dutzend Galaxien aneinander reiht, würde man nicht so viel Licht bekommen. Und das auf so engem Raum. Natürlich gab es eine Theorie nach der anderen. Der erste Gedanke war, dass es Außerirdische geschafft haben, die Energie der natürlichen Galaxie zu nutzen. Dann hieß es, es könnten Dutzende von Neutronensternen in einem Gebiet stecken. Lange Zeit konnte keine Antwort gefunden werden. Also nannte man dieses Objekt einen Quasi-Stern, mit der Vorsilbe quasi, was im Lateinischen wie oder ähnlich bedeutet. Es bedeutete also etwas wie ein Stern. Später kombinierte man es und man nannte sie kurz Quasar. Aber natürlich war das, was sie betrachten, überhaupt nicht wie ein Stern, auch wenn der Name so blieb. Das sollte sich später herausstellen. Was sie sahen, war ein Quasar. Das frühe Universum war eine sehr seltsame Zeit, vor allem als die wasserstoffreiche Staub- und Gaswolke von dem extrem heißen Plasma befreit wurde. Als sich die ersten Galaxien aus dieser Gas- und Staubwolke zu bilden begannen, stand das Universum kurz davor, in eine Phase der explosionsartigen Sternentstehung einzutreten. In diesem Chaos wurden Sterne mit unglaublicher Geschwindigkeit geboren. Es waren riesige, gigantische Sterne mit nicht viel mehr Material als Wasserstoff. Eine der Folgen dieser schnellen Sternentstehung war natürlich, dass viele Sterne innerhalb kürzester Zeit mit einer Supernova explodierten. Es war eine seltsame Zeit. Einerseits wurden Sterne mit einer unglaublichen Geschwindigkeit geboren und andererseits begannen einige von ihnen zu explodieren. Es war wie ein Feuerwerk aus Supernovas. Das bedeutet also Folgendes. Zu dieser Zeit ist es nicht möglich, über irgendeine Form von Leben zu sprechen. Für eine sehr lange Zeit war das Universum ungeeignet für die Entstehung von Organismen. Diese Reife würde erst nach einer sehr langen Zeit eintreten. Dieser Zeitraum fällt mehr oder weniger mit der Zeit zusammen, in der die ersten Organismen auf unserem Planeten erschienen. Aber in dieser Zeit würde die Staubwolke, die diese, nennen wir es mal, Sternengeburtsexplosion verursachte, auch die Geburt der ersten Quasare begünstigen. Denkt mal an die ersten schwarzen Löcher, die in dieser Zeit entstanden sind. Soweit wir wissen, sind sie die unumkehrbare Endstation des Universums, insbesondere die schwarzen Löcher im Zentrum dieser Galaxien. Viele von ihnen supermassive schwarze Löcher, gigantische Monster.
Wenn die betroffene Galaxie reich an Gas- und Staubwolken ist, beginnen diese supermassiven schwarzen Löcher sich von diesen Wolken zu ernähren. Dank ihrer enormen Anziehungskraft erreicht die Staubwolke, die sich auf dem Ereignishorizont des schwarzen Lochs zu bewegt, eine unglaubliche Geschwindigkeit. In der Nähe des Ereignishorizonts des schwarzen Lochs erreicht sie ihre Geschwindigkeit in der sogenannten Akkretionsscheibe. Diese Staubwolke, die sich mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, erreicht irgendwann einen Punkt, an dem die Bewegung in Wärme umschlägt. Je größer die Masse und je offener das schwarze Loch ist, desto stärker wird diese Umwandlung, sodass ein unvorstellbares Licht entsteht. Ein Licht, das von der erzeugten Energie ausgeht. Mit diesem Licht beginnt ein sehr starker Gassturm, sich auf die Galaxie im Zentrum des schwarzen Lochs auszudehnen und von dort auf das Universum. Wenn wir von sehr hellen Objekten sprechen, meinen wir genau das. Das größte schwarze Loch, das wir kennen, ist zum Beispiel ein Riesenmonster namens TON-618 und es ist ein Quasar. Aber hier ist das Problem oder vielleicht sogar eine gute Nachricht. Es gibt keine Quasare in der Nähe und es kann auch keine geben. Damit sich ein Quasar bilden kann, muss es eine sehr große Staubwolke in einem sehr kleinen Gebiet geben. Und diese Bedingungen gab es im frühen Universum. Kurz gesagt, auch im frühen Universum gab es eine Ära der Quasarenentstehung. Das war aber ein sehr kurzer Zeitraum. Dann dehnte sich das Universum aus. Viele der vorhandenen Staubwolken verwandelten sich in Sterne und Sternsysteme und irgendwann war die Ära der Quasare zu Ende. Deshalb sind die nächstgelegenen Quasare, die wir kennen, mindestens 2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Eine andere Idee über Quasare ist, dass sie die Energiequelle des Universums sind. Sie produzieren so viel Energie, dass sie den Energiebedarf des Universums deckten und sogar in weit entfernten Galaxien Reaktionen auslösten. Wie bereits erwähnt, war dies nur von kurzer Dauer und die Quasare begannen nach einer Weile, als unser Universum etwa 4 Milliarden Jahre alt war, langsamer zu werden und auch die Sternenentstehung verlangsamte sich und die Supernova nahmen ab. Einer der Hauptgründe dafür waren die Quasare, die dieses Chaos überhaupt erst verursacht hatten. Die von ihnen freigesetzte sehr hohe Wärme und Energie erhöhte die Temperatur der Staubwolke in der Galaxie und diese heiße Staubwolke war nicht mehr in der Lage zu verschmelzen und Sterne zu erzeugen. Die Dinge beruhigten sich, stabilere Galaxien begannen sich zu bilden und nach einer Weile fand das Leben eine Umgebung, in der es gedeihen konnte. Mit anderen Worten können wir sagen, dass das Zeitalter der Quasare vorbei ist. Was wir jetzt mit begrenzten Möglichkeiten sehen können, ist eigentlich wie eine Erinnerung an die erste Periode unseres Universums. Denkmäler aus der Zeit, als alles begann. Aber hier sehen wir wieder, dass schwarze Löcher wieder im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Wenn wir doch nur dieses seltsame Phänomen verstehen könnten, über die wir noch so wenig wissen. Schwarze Löcher sind wie Blackboxes. Blackboxes, die alle Geheimnisse des Universums verbergen, die den Code von allem in sich tragen. Und wenn wir den Code knacken könnten, ich weiß es nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es sehr unterhaltsam, den Weltraum und das Universum zu erforschen, zu verstehen und zu versuchen. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.